Dienstagabend, 18 Uhr. Hallo und ganz herzlich willkommen zu RTL Nord. Das sind heute unsere Themen. Corona im Norden, was die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein jetzt von der Politik erwarten und was heute beschlossen wurde. Außerdem Hilfe für Obdachlose. Max Bryan packt ehrenamtlich zu, denn er weiß ganz genau, wie sich das Leben auf der Straße anfühlt. Er war selbst obdachlos. Und Rettung in letzter Minute. Frankie ist ganz kurz nach seiner Geburt ausgesetzt worden. Völlig hilflos, aber jetzt gibt es reichlich Welpenmilch und auch ganz viel Liebe für den kleinen Herzensbrecher. Das und noch mehr jetzt bei RTL Nord. Schön, dass Sie bei uns sind. Aufgrund der aktuellen... Er selbst war obdachlos und jetzt hilft er selbst den Wohnungslosen der Stadt. Es ist schon eine ganz besondere Geschichte, die von Max Bryan. Nur 6 Jahre, nachdem er selbst ohne alles dastand, gründet er Hilfe für Hamburger Obdachlose, eine Bürgerinitiative, die älteren Menschen helfen will, eine warme Unterkunft zu finden und die seit 2 Jahren auch mit Hilfe von Ehrenamtlichen im Winter Kleidung und Essen am Hamburger Hauptbahnhof verteilt. Pia Bichara war da mal mit unterwegs. Und dann einfach hier abziehen, ne? Jeden zweiten Sonntag bereiten Max Bryan und sein Team im Lager in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs Snacktüten für obdachlose Menschen vor. Diesmal mit einer Überraschung. So, also das ist hier einmal absolutes Highlight. Hatten wir noch nie gehabt. Veganes Nutella. Also selbst solche tollen Sachen gibt es bei der Tafel. Dazu kommen Obst und Hygieneartikel für einige der rund 2000 Obdachlosen in Hamburg. Ein kleines Geschenk mit großer Wirkung, das weiß Max Bryan nur zu gut. Er war 2 Jahre lang einer von ihnen. 2010 hat mir eine Frau 10 Euro geschenkt am Michel. Ja, hat mich mit meiner Isomatte da stehen sehen und gesagt, so hier für die Obdachlosen hat sie mir 10 Euro geschenkt. Und das war ein Glücksgefühl. Wenn man völlig abgebrannt ist und wirklich nichts hat und dann plötzlich 10 Euro geschenkt bekommt, das ist die Welt. 2010 verlor er seine Wohnung, machte Platte in Hamburg und bekam bald die Unterstützung, um es wieder von der Straße zu schaffen. Seit 5 Jahren nun engagiert sich der 46-Jährige mit der Initiative Hilfe für Hamburger Obdachlose selbst. Alle 2 Wochen verteilen sie am Hauptbahnhof Lebensmittel, Kleidung und heiße Getränke. An jede 5. Tüte heften die Freiwilligen einen 20-Euro-Schein. Der Andrang ist groß. Michael und seine Hündin Strange haben heute als erstes Glück. Ja, es ist schon nützlich, ne? Also, wenn es sowas nicht gäbe, dann würden wir viel mehr Hunger leiden. Es gäbe keine warmen Schlafsäcke, es gäbe keine Kleidung. Also die Versorgung würde schon sehr hinterherhinken. Um zu helfen, ist Max Bryans Initiative selbst auf Hilfe angewiesen. Das Essen kommt von der Tafel, die Kleidung von privaten Spendern, die auch Geld geben. Kultbodyguard Eddie Kante und seine Bekannte Melanie Ehmke zum Beispiel, die 400 Euro dabei haben. Obdachlos kann in der heutigen Zeit jeder werden. Und wenn ich sage jeder, meine ich auch jeder. Gerade wegen Corona und. Lass mal noch, ich sag mal jetzt, 1, 2 Lockdowns kommen, wo soll das Geld herkommen, wenn du auf einmal nicht mehr arbeiten kannst. Doch was Max Bryan dringend braucht, ist das passende Auto, um die Waren ins Lager zu fahren und sonntags zum Hauptbahnhof. Wir wollen ja so einen Helferbus organisieren, der dann quasi die Tour zur Tafel macht, wo man alles mal in einem Auto hat. Und weil das ist ja auch, man hat nicht jedes Mal einen Fahrer dabei. Also die Helfer, die mitmachen bei uns, die haben nicht alle ein Auto. Einen alten Mercedes hat Max Bryan von einem privaten Spender bekommen. Aber ob der es im kommenden Jahr nochmal über den TÜV schafft, glaubt er nicht. Also sammelt er weiter für seinen Helferbus, den er mit anderen sozialen Initiativen teilen will. Egal wie lange es dauert, irgendwann steht der Bus hier am Hauptbahnhof. Damit neben dem Wichtigsten zum Leben auch die kleinen Überraschungen da ankommen, wo sie in Hamburg am dringendsten benötigt werden.